Ja, mein Name ist Thomas Molke, ich bin 29 Jahre alt. Ich kümmere mich bei der MAN um HR-Kommunikation und HR-Digital, also sprich alles, was damit zu tun hat, MAN als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren. Vor dem Studium war für mich eigentlich klar, dass ich Journalist werden will. Hat sich dann in den ersten zwei Semestern ziemlich schnell erledigt mit dem Gedanken und bin dann auf die PR-Seite, Kommunikationsseite im Unternehmen, weil die Jobmöglichkeiten da deutlich besser sind und ich gesehen habe, dass es da auch spannende Herausforderungen gibt. Vielseitigkeit in der Kommunikation, dass man jeden Tag mit unterschiedlichen Aufgabenfeldern zu tun hat, dass man Events hat außerhalb des Büros, aber auch die klassische Büroarbeit, sehr stark im Team, sehr stark vernetzt arbeitet. Also das waren alles Mitpunkte, warum ich mich für die Kommunikation und ein Studium an der Makromedia entschieden habe. Digitale Transformation findet überall statt, findet in allen Branchen statt, aber natürlich hat das auch unmittelbare Auswirkungen auf die Tätigkeit in der Kommunikation, in der HR-Kommunikation. Der kontinuierliche Wandel, der war auch im Studium eigentlich schon immer präsent und man konnte sich darauf einstellen, auf dieses schnell wandelnde, Umfeld. Ja, absolut elementar, man muss Wandel aus meiner Sicht immer begrüßen, man muss offen sein. Mein Rat für Studienzeit wäre A, genießt die Zeit, es ist eine wahnsinnig spannende und tolle Zeit. Nutzt die Chance, euch zu vernetzen, im Netzwerk auch die Synergien zu nutzen. Man trifft sich immer wieder.